ist mit dir schwuler? Abgenutzt, ne? Bisschen ganz, ganz minimal abgenutzt. Rekord geht jetzt richtig mit großen Schritten voran. Und das ist natürlich die absolut geilste Ausgangssituation, die man sich hier für so einen Oldtimer einfach vorstellen kann. Langsam bin ich wirklich mega zufrieden. Die Spaltmaße passen, alles funktioniert an dem Auto. Ja, einfach wundervoll, ne? Lenkrad steht ein bisschen schief und mit der Achse bin ich nicht so ganz zufrieden mit dem Fahren. Eiert da vorne ein bisschen rum, das lassen wir alles ordentlich vermessen. Ja, einen wundervollen guten Morgen. Wir haben Montag und es geht wieder richtig rund. Und ihr seid natürlich wie immer dabei. Und vor allem vielen Dank, dass ihr das schöne lange Video vom Schnäppchenhausbauernhof und unsere erste da verbaute Hebebühne geschaut habt. Hallo. Oh, Dürmchen. Montags gute Laune, willst du Hallo sagen? Gute Laune, hallo. Wo ist denn unsere Uta eigentlich? Die ist doch wieder da, ne? TÜV. Ach, die ist schon wieder beim TÜV, die ist schon wieder von den Action, ne? Ja. Wollen wir mal zeigen, was wir hier alles bauen? Kann man machen. Bella. Die geht wieder schlafen. Ja, ja, die hat's zum Besten, ne? Moin. Servus. Moin. Alles fit? Wo sind die Bremsen für den Anhänger? Die kommen gleich. Ja. Dann kann er raus, dann kann ich mal einen Rem da drauf machen, dann kann ich noch viel genau arbeiten. Ja, hier, Leute. Rekord geht jetzt richtig mit großen Schritten voran. Und das ist natürlich die mega beste, absolut geilste Ausgangssituation, die man sich hier für so einen Oldtimer einfach vorstellen kann irgendwie. Ja. Hier machen wir das blöde Radio aus. Echt? Ja, so, hier, da können wir uns wirklich die schönsten Sachen raussuchen. Und ergänzt sich wirklich ganz gut, weil das Auto eben halt seit 1992 komplett nur in der Garage gestanden hat und hat damit keine UV-Schäden, sag ich jetzt mal. Ne? Hier oben das Armaturenbrett zum Beispiel. Das hatten wir bei dem auch nicht mehr. Das ist auch noch richtig schön stabil, genau, und weich und sowas alles. Ne? Das können wir alles rüberbauen. Spritzdüsen für die Motorhaube, vorne die Leiste hat noch gefehlt. Aber das ist sowas von dermaßen herrlich, dass wir das alles haben. Von dem haben können. So kriegen wir unseren Rekord wirklich richtig neuwertig hin. Ne? Ja, mit der Sattlerin ist natürlich blöd, ne? Dass wir die Sachen nicht kriegen, aber ich hoffe, aber ich glaube, das könnte ganz gut passen. Mit dem Vision-Ausstatter mit dem blauen Teppich, ne? Das könnte ein bisschen doof aussehen, ja. Wir müssen es einfach mal reinstellen und uns angucken. Wegen der Mittelkonsole, wegen der Tunnel, ne? Ja, aber der vordere Teppich davon ist nicht mehr da, ne? Ja. Mittelkonsole, Tunnel? Wegen Automatikbetriebe und Schalter. Ja, wieso? Ach so, ja, das geht nicht. Da müssen wir die blaue drin lassen wahrscheinlich. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich hoffe, dass das farblich passt, aber es könnte passen. Ja, mach mal so die schrägsten Sachen die besten schaffen. Ja, genau. Es ist ja gar nicht so wirklich, sag ich mal, dieses Beige passt ja eigentlich auch. Vor allem haben wir jetzt diese Fensterheber, die ganzen Kurbeln und all solche Sachen. Das war wirklich schlimm. Ne? Damit kriegen wir das Auto wenigstens komplett absolut richtig perfekt hin. Das ist wundervoll. Ach Gott, der ist aber auch sowas von schön, jetzt schon. Aber die Leiste hat uns gefehlt, ne? Wir kriegen das alles nicht. Ja, so, unser Anhänger. Ja, unser Anhänger, wie gesagt, der TÜV abgelaufen, hat schon gezeigt. Jetzt haben wir hier die Ankerplatten schon alles richtig schön sauber gemacht. So ja, sieht das aus. Genau. Da sind noch die ersten drauf, ne? Die waren auch ganz gut hier, die rechte Seite, ne? Ja, haben die ganzen Lichter mal durchgearbeitet bei den Dingen, die gingen ja auch alle nicht und irgendwie ja. Neues Abrasser. Ja, das haben wir, glaube ich, schon am Freitag gezeigt. Auch die schöne Kiste, die wir dran gebaut haben und sowas alles, ne? Wow. Ja, SL500, der ist aber auch tipptopp, ne? Import, USA. Ja. Hat mal einen Frontschaden gehabt. Aber noch nicht viel gelaufen, glaube ich, ne? Nicht viel gelaufen. Der hat ganz wenig gelaufen nur. Ist ein M113 drin, ne? Nee. M273? Wow, richtig Feuer. 400 PS auf so einem Auto, das ist schon gut. Nicht schlecht. Schön. Ja, sieht doch was für Ritchie. Ah, nee, Ritchie macht ja oben sein Badezimmer. Doch, der ist für Ritchie. Ja, den macht er morgen fertig, ne? Genau, der ist nämlich oben. Ich brauch die Bühne. Wir müssen nämlich zusehen, das war Ritchie da oben. Oh, Spinnweben hier drauf. Wo kommt das denn? Ja, so geht's weiter. Lampen alles schön, die Dinge. Das herausgefunden habe, das habe ich noch nie gesehen. Dass wir da unten einen Keil haben, habe ich auch noch nicht gesehen. Siehst du? Die sind noch neuwertig, die haben noch nie gesehen. Ja, hier, die sind natürlich ein bisschen abgenutzt, ne? Bisschen ganz, ganz minimal abgenutzt, ne? Also. Trommel haben wir schon sauber gemacht von ihr. Ja, Trommel, die gehen noch alles, ne? Ja. Aber Radlager ist ja auch hier drin, ne? Ja, das müssen wir auch alles neu einfetten, ne? Aber das ist Justin, weiß das. Ne? Justin, alter Landmaschinen-Schmiede, Junge, der kriegt das hin, ne? Ja, der ist sowas von fertig, ne? Der Rekord, ne? Der ist komplett fertig. Aber für uns jetzt hier pures Gold. Nico, ja. Wie war denn dein Urlaub?
Gut. Ja? Kannst du dich mal ein bisschen vom Nagelstudio erholen? Bisschen. Ja, was bastelst du denn noch? Ja. Hast du uns gefehlt, ne? Und wir haben so viele schöne neue Autos für dich gekauft, ne? Ja. Nico freut sich, oh Gott, er hat so viel zu machen. Ja, wo wir auch gleich beim Thema wären. Wir haben uns heute überlegt, was wir als allererstes machen und auch durcharbeiten wollen. Ach ja, ein Plan ist ja kein Plan, wenn man ihn nicht wieder verwirft. Eigentlich wollten wir ja Abschleppwagen und so was alles fertig machen, ne? Aber ich glaube ernsthaft, dass, ja, der ist jetzt Achsvermessung nur noch machen lassen, dann geht er zum TÜV und dann ist der auch komplett fertig. So langsam bin ich wirklich mega zufrieden. Die Spaltmaße passen, alles funktioniert an dem Auto. Ja, einfach wundervoll, ne? Lenkrad steht ein bisschen schief und mit der Achse bin ich nicht so ganz zufrieden. Mit dem Fahren eiert da vorne ein bisschen rum, das lassen wir alles ordentlich vermessen. Wir haben auch ein Achsvermessungsgerät, aber leider ist davon ein Aufnehmer kaputt. Ist die Scheiße, deswegen müssen wir es woanders machen. Ich kaufe so ein Ding nicht. Für die 10 Achsen, die wir da vor einem Jahr vermessen, 4.000, 5.000 Euro. Nee, machen wir nicht, ne? Ja, als erstes T3. Genau. Ne? T3. Da muss ich noch ein paar Blechteile bestellen. Tankeinfüllschutzengeschichten, alles. Gehe ich jetzt mit euch nicht hin, weil ihr könnt es euch ja jetzt bald angucken. Ne? Ja, Filter musst du wahrscheinlich neu machen. Genau, ne? Mach jetzt erstmal Filter, weil du nicht. Ja, genau. Wird Zeit. Hast du schon ein paar Volllackierungen jetzt wieder drin gemacht? Filter schon wieder dicht, ne? Geht schnell, ja. Ne? Ja, das ist nämlich das auch, was alles beim Lackieren Geld kostet. Ne? Ja. Das ist alles rundherum, was der Endverbraucher immer so nicht sieht. Ne? Ja. Ach Gott, ist das Auto so. Ist das Auto schön. Ja. Ja. Das einmal draußen stand. Ja, einmal stand da draußen, genau. Achsvermessungen auch machen, alles richtig sauber putzen, TÜV drauf und dann kann ja an die richtige Zuckerschnecke wechseln. Dann machen wir noch richtig Fotosession, richtig schönes Video dazu und ich hoffe, dass dann einer. Ja, ich habe da ja jemanden für, den will ich auch noch ein paar Videos schicken, beziehungsweise schicke ich den Link nochmal. Mal gucken, was wir damit machen, wenn der jetzt irgendwann dann endlich nach Jahren, wie wir das Auto aufgebaut haben, weggehen und auch in die richtigen Hände geht, ne? Was wichtig ist. Ne? Ja, das war es eigentlich schon wieder. Eigentlich ein kurzes, kleines Montagsvideo. Oder was kriegen wir noch für Autos rein? Vielleicht kommt noch ein Rem, der steht unten schon, der kommt gleich drauf. Okay. Ja, wenn die Bremsen fertig sind, ne? Dann haben wir wenigstens wieder Anhänger, schön Zugfahrzeug, alles. LT kommt auch, ne? Ja, so ist es. Two days later. Lieben, das, was ihr gerade gesehen habt, war ein Montagsvideo, welches ich komplett vergessen habe, euch hochzuladen. Ne? War auch eigentlich auch ein bisschen zu kurz zum Hochladen. Sollten ja mindestens 8 Minuten lang sein, die Videos. Aber das Gute ist, wir haben heute Mittwoch und heute kann ich euch mal zeigen, Club, Tür zu, wie weit unser Justin jetzt mit dem Rekord gekommen ist. Ja, studierst du Lektüre? Auch ja. Es ist schön, dass du alles hast, so, ne? Wie oft hat das jetzt schon weitergeholfen bei allem? Viel, ne? Boah. Bei dem passen teilweise die Kabelfarben gar nicht, die er da reingezogen hat. Wieso? Wie, die, da in denen, der neue Kabelbaum? Ja. Okay, warum? Hier ist es ganz einfach. Ja? Ja. Hier hat man auch ein Dacho, also für die Uhr, ganze Steckkontakte. Da drüben ist das so, da kommt auf einmal ein grünes Kabel um die Ecke, das ist angepasst. Aber das sind doch alles neue Originalkabelbäume oder nachgefertigt. Ne? Das ist alles neu, ne? Alle neu, die Kabel, ne, da drin. Brandneu. Bis hier vorne. Ja, ja, die haben sie alle komplett neu gemacht. Na ja, gut, aber das findest du raus, das ist kein Problem, ne? Was hast du denn jetzt gestern gemacht? Ich habe noch ein Montagsvideo, das hatte ich vergessen hochzuladen. Aber das wollte ich jetzt an dem hier gleich anschließen, dass man mal sieht, was man hier gemacht hat. Den auseinandergepflückt, der hinten die ganzen Lenksäule verbaut. Ja, ja, die Lenksäule habt ihr umgebaut, ne? Ja. Das hatte ich im Vorvideo schon gesagt, das ist ja das ganz hervorragende, dass quasi, der hatte, glaube ich, einigermaßen viel UV-Schäden, weil er auch viel draußen gestanden hat, bevor er restauriert wurde. Deswegen war die Innenausstattung auch hinten, alles Armaturenbrett oben hier, dieses Polster war alles kaputt und so. Und der stand 92. Seit 92 eben halt in der Garage, der hat keine UV-Schäden und von daher ist das dann natürlich total ideal, dass wir das alles umbauen. Zum Beispiel die komplette Lenksäule hast du umgebaut, ne? Vollständig, ne? Weil die ganzen Kunststoffteile alles viel, viel besser sind und so, ne? Ja, hier oben dieses Schutz. Warum ist denn jetzt hier der Teppich da eigentlich so dreckig? Das ist von letztes Mal passiert noch, wo wir diese Fensterdinger haben. Kriegen wir aber abgesaugt, einmal durch. Ja, aber warum ist das nicht abgesaugt? Guck mal, da ist Dreck und da liegt da Werkzeug drauf, allen drunter. Ja, das gibt jetzt eine Rüge von mir, weil so restauriert man keine Oldtimer. Nein, das ist so. Ist das so? Ach, ja. Werkzeug raus, aussaugen und dann weiterarbeiten. Genau. Ist so. Genau. So. Ja,
Armatur wird erstmal schmerzhaft. Wo nimmst du denn das Kombi-Instrument von dem oder von dem? Ist besser? Echt? Deutlich besser. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Was wir da für einen Vorteil haben, dass wir ein Schlachtfahrzeug haben. Also besser geht es ja nun wirklich nicht, ne? Also die Grundvoraussetzungen, weil du kannst alles super abgucken, ne? Ja, die Kabelfarben musst du gucken, musst es halt rausmessen, ne? So, welche Kabelfarben sind denn die, verstehe ich jetzt nicht. Da stehen ja die Kabelfarben auch drin, ne? Ja, es gibt zwei Schaltpläne. Ah, siehst du? Der ist, glaube ich, von, was war das? 19, der war von 70 und der ist, glaube ich, von 71, ne? Ich glaube, muss ich jetzt gucken. Jedenfalls, ich habe da drin noch einen, der ist ausgedruckt, ein großer. Mhm. Da passt den Kabelfarben überhaupt nicht. Jetzt gucke ich den ganz einfach an. Ja, gut. Ja, das, was das immer alles dauert, ne? Oh, der macht mich fertig. Hier, was ist mit unserem Anhänger überhaupt? Kommt nur noch das Handbremse ein? Ja, genau, das war auch mal was. Mal eben schnell den Anhänger mal eben so ganz schnell mal durch den TÜV bringen. Ja, gucken, die ist das, ganzen Lampen neu gemacht, hatten wir ja gezeigt, will ich auch nicht ständig wiederholen, aber Bremsen fertig, neue Bremsen bestellt, so Bremsen kommen, Bremsen passen natürlich nicht, so umgetauscht, einen Tag später kriegen wir neue Bremsen, drauf gemacht und dann fällt in unserem einen Leuchten ein, dass da so ein Handbremsseil abgerissen ist. Noch einen Tag später. So, und Dome darf sich die ganze Zeit mit dem Bremsen. Was? War nicht abgerissen, das war immer fest. Ach so, fest. Aber der muss runter, du musst ihm eine Rem auf die Bühne, ne? Ja. So, Handbremsseil irgendwie fehlt noch. Kommt jetzt heute auch noch ein neues rein. Ja, und dann steht man eben ganz schnell 4 Tage so ein Anhänger da auf der Bühne, was auch viel Zeit und Nerven kostet, ne? Ja, okay, das war nur ein kurzer Einschnitt. So ganz viel konnte ich euch am Rekord noch nicht zeigen, weil eben so viel Kabelfummelkram alles ist. Es kostet mich wirklich Nerven und ich hoffe, dass wirklich jemand kommt und das Auto kauft, der diese ganze Arbeit zu schätzen weiß. Wo gibt es schon einen 1970er Rekord als absoluten Neuwagen? Neu, neu, komplett neu. Motor, neu, Getriebe, neu, Hinterachse, neu, alles neu, neu, neu. Jede Schraube am Unterboden, jedes Achsteil, Federn. Alles komplett neu. Gut. Kommst du weiter? Sieh zu, bau zusammen, ich will Probefahrt machen. Alles klar, meine Lieben. Vielen Dank fürs Gucken dieses, keine Ahnung, Montags- bis Mittwochs-Videos. Und jetzt, das nächste Video kommt jetzt vom T3. Ist alles ein bisschen durcheinander, weil ich hatte die T3-Restaurierung am Montag angekündigt. Da hatten wir noch nicht angefangen. Gestern habe ich nur ein Video über die T3 gemacht. Und das kommt jetzt als nächstes. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und doch, du mal tschüss. Ciao. Ne? Ein bisschen, ja. Bisschen freundlicher. Ja, tschüss. Ein bisschen mehr mit tschüss. Tschüss. Was hört sich bei dir schwul an? Bei mir ist es sexy und bei ihm ist es schwul. Ich wollte gerade sagen. Schreibt mal unten drunter.